Ja, Leute, willkommen zurück zu Digimon World. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, leider Gottes hat Tyrannomon jetzt wieder mal gekackt. Und ich habe jetzt offscreen noch ein paar Mal, Moment, dass ich jetzt nicht lüge. Er hat jetzt mehr oder weniger wieder gekackt und ich habe jetzt ein paar Mal noch Schutt weggetragen. Ich habe es nämlich nochmal in der Komplettlösung nachgesehen und es ist total random. Es kann sein, dass es. Also das Problem ist, man muss jedes Mal, wenn man das Geröll weggeräumt hat, muss man quasi den Bordtunnel extra verlassen, damit das ja quasi alles wieder spawnt. Das ist halt ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, was soll ich machen, ne? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Ist hier irgendein Digimon, was ich brauche? Nein, nein, das. Ja, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber egal. Wir können ja im schlimmsten Fall, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, können wir auch flüchten, wenn es möglich ist. Jawohl, die Magma-Bombe sogar abgewehrt. Ja, in dem Fall muss ich leider sagen, jawohl, weil wir haben ja nicht mehr so viel Energie. Wobei, dafür noch genug. Okay, Gugurimon hat keinen Bock auf Kämpfen. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Ja, es liegt daran, weil der Abstand eben zur Magma-Bombe ein bestimmter sein muss, sonst kann man die Attacke nicht ausführen. Und wieder nichts gelernt. Ja, wie gesagt, das ist totaler Zufall. Es kann schnell gehen, es kann aber auch lange dauern. Ja, ist leider ein bisschen doof gemacht, aber nicht schon wieder. Nein, ich habe nichts gegen die Kämpfe, das wäre nicht das Problem, aber es bringt uns nichts. Ja, wenn er es zum Schluss mal macht, ist es mir eigentlich relativ egal, weil dann kann er uns eh nicht mehr besiegen, aber die Magma-Bombe macht ja doch ordentlich einen Schaden, ne? Ja, oft rennen die ja wirklich nochmal rein in die Flamme, das ist ja so geil. Jawohl, nochmal. Ja, jetzt können die Magma-Bombe einsetzen. Jawohl, besiegt. Das war schon wieder langweilig, ganz ehrlich. Ich finde es allerdings geil, dass man durch diese Kämpfe eben auch viel Geld kriegt. Jetzt hat das Vieh schon wieder Hunger. Ach, wir kommen zum Drachen. Das wusste ich gar nicht, dass hier ein Drachensee ist. Ah! Ja, hier kann man etwas Spezielles machen, aber das wird noch zugegeben, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da hinkommen, also bis dass wir da dazu kommen. Ja, es kann es durchaus passieren. Ich habe es. Was? Was hat er denn? Ja, egal, es kann passieren, dass wir hier sogar sterben. Ja, kann passieren. Ich habe Gott sei Dank nichts dabei, was man jetzt unbedingt klauen kann. Jawohl, die Magma-Bombe zielt nicht. Habt ihr es gesehen? Das ist so richtig geil. Ja, okay, ich glaube, ich habe den etwas unterschätzt. Tyrannomon, er wird ja doch beide besiegen können. Jawohl, und der rennt noch genau in die Flamme rein. Wie geil ist denn das? Ja, der nicht. Idiot. Na, der wehrt ab. Ja, beide wehren ab. Wie geil ist denn das? Jawohl, jawohl, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir getroffen werden, ist das eigentlich gut, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er es lernt. Ne? Jawohl. Nein! Er hat's abgewehrt! Ja, wie geil! Oh Mann, ich habe Tyrannomon echt unterschätzt, ganz ehrlich. So, nochmal. Vielleicht noch ein Finisher. Jawohl, war nicht mehr nötig. Coole Sache.
Ja, okay, nichts mit Magma-Bombe. Ja, dafür, also man muss schon dazu sagen, ja, eine gewisse Intelligenz ist dafür vonnöten. Und ich glaube, irgendwie hat Kramer, sage ich schon wieder, irgendwie war... Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, als ob Tyrannomon für die gewissen Attacken... Ja, man braucht eine gewisse Intelligenz auch im Kampf, mehr oder weniger, um die zu bekommen. Und ich glaube eben irgendwie nicht, dass er die schon hat. Wieder Drachensee. Ich war doch vorher gerade beim Drachensee. Hä? Ach so. Ein Laufwerk. Könnt ihr euch noch an die alten Disk-Laufwerke erinnern? Mini-MP-Disk. Cool. Ja, ist glaube ich logisch, was die macht. Münzautomat. Mensch, ist das teuer. Fleisch. 300 Bit. Nee, brauchen wir nichts. Nee, wir bekommen ja das Fleisch und Kremon, sag ich wieder, Tyrannomon wird eh demnächst wieder schlafen wollen. Ich überlege nämlich gerade, ob wir nochmal zum Bohrtunnel gehen sollen, weil, ja, Trimogemon müsste tatsächlich bald mal fertig sein. Aber das ist wieder relativ, ne? Weil das mit den Kackhaufen sieht ja so lächerlich lustig aus. Keine Ahnung, wie man es anders interpretieren soll, aber... Ja, ich würde sagen, wir... sollen wir noch ein bisschen trainieren? Ja, sorry, wenn mir gerade ein bisschen die Worte fehlen, aber... Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich noch trainieren soll. Ja, weil es im Prinzip eh egal ist. Ich hau nochmal die Intelligenz ein wenig rauf. Oh, jetzt hat er die Fliege. Die Fliege heißt, er ist total desinteressiert an allem, was wir machen. Und ja, ich sag mal ganz blöd, das kann schlecht werden. Okay, jetzt wird er schlafen. Er ist übrigens schon 9 Jahre alt. Das heißt, ja, es könnte sein, dass er morgen stirbt. In der Regel leben die Champion Digimon... So ungefähr, ja, ich sage jetzt mal so ungefähr 9 Tage. Ja, normalerweise würde ich das eh rausschneiden, aber in dem Fall ist es ja nicht so schlimm, ne? Ja, ich warte zuerst mal, bis er wieder aufs Klo muss. Ja, super. Übrigens, sorry, ich habe schon wieder zu weit vorausgedacht. Ja, es gibt da sowas, aber das will ich jetzt gerade nicht so erwähnen, weil das wäre jetzt etwas delikat. Jawohl. Das Vieh kackt. Ich hoffe übrigens, man hört den Controller nicht allzu heftig. Jawohl. Wie gesagt, wir bekommen auch ab und zu mal dazwischen 5 Portionen. Also 5 Stück Fleisch. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, warum oder wie das ist, aber... Ja, wir werden es die Intelligenz... Weil ich habe nämlich vorher nochmal bei der Komplettlösung nachgeschaut. Bei manchen Digimon ist es wirklich so, die brauchen einen gewissen Intelligenzquotient, wenn sie von einer Attacke getroffen werden, damit sie diese lernen. Und ja, ganz ehrlich, ich will mit Tyrannomon noch unbedingt die Magma-Bombe lernen, weil sonst wird das wieder zäh. Weil ich glaube irgendwie nicht, dass wir ihn zum Ultra-Digimon machen können. Jawohl. Ja. Ja, okay, er hat 1 Kilo. Ja, okay, wir waren jetzt wirklich etwas geizig. Aber wir haben eh genug Digipilze. Ja, ich gebe ihm Digipilze. Wie gesagt, die sind etwas mehr als, blöd gesagt, als das Fleisch. Aber weniger als das Hüftsteak. Und ihr merkt schon, wir müssen zwischendurch mal Fleisch farmen, weil, wie gesagt, das kommt immer drauf an, ne? Friss dich satt, du.
Ja, ihr seht's eh schon. Das waren jetzt 6 Digipilze, glaube ich. Ja. Und im besten Fall gleich wieder aufs Klo. Nee, diesmal nicht. Jawohl, es freut sich sehr. Das ist gut. Mhm. Obwohl ich das mit dem Streber teilweise etwas überflüssig finde. Nein, jetzt muss es... Achso, ich dachte, es muss kacken. Nein, es hat schon wieder Hunger. Nee, jetzt kannst du mich. Sorry für den Ausdruck, aber... Ruhig Blut. Ja, das ist mehr oder weniger nochmal so eine Art Option für den Kampf. Ruhig Blut heißt auf Deutsch gesagt Zurückhaltung und bitte die schwächste Attacke, damit es nicht so außer Puste ist, ne? Mhm. Jawohl. Kack dich aus, du Vieh. Sorry, dass man das jetzt gehört hat, Leute. Ja, das ist meine Glocke gewesen. Mir wurde gerade ein Paket geschickt. Und, also gebracht. Ja, wie viel will dieses verdammte Vieh noch fressen? Ich meine, nehmt's mir jetzt nicht übel. Ich überlege nämlich gerade, was ich noch machen soll. Ja, wisst ihr was? Wir werden es jetzt so machen. Ich überlege gerade. Ja, wisst ihr was? Ich schneide das jetzt kurz raus. Ich werde jetzt wieder zum Bordtunnel gehen und schauen, wie weit das Trimogemon ist. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute, wie ihr schon seht, es ist frei. Oder zumindest ein paar Meter. Das ist ja mal cool. Hilfst du beim... Ja, das machen wir jetzt nochmal schnell und... Ja, dann werden wir... Und dann müssen wir Trimogemon Bescheid geben. Also den unteren müssen wir, glaube ich, auch nochmal ansprechen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber nachdem wir das jetzt gemacht haben, ja, werde ich mal eine kurze Aufnahmepause machen. Aber ihr werdet davon eh nichts merken, weil ich stelle das dann eh automatisch zusammen. Und ja, ist eigentlich ganz nice. Ja, ich weiß, wie gesagt, der Anfang bei Digimon World ist verdammt zäh. Sobald wir dann mal wirklich mehr Digimon in der Stadt haben, die uns wirklich helfen können. Man kann jetzt eigentlich so sagen, das einzige Digimon, das uns jetzt eigentlich richtig helfen kann, ist eigentlich Coelamon mit seinen Items. Und das ist schon etwas, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber erbärmlich. So, jetzt holen wir uns nochmal den Lohn ab und ja, wie gesagt, danach werde ich ein bisschen pausieren. Ja, es ist verdammt heiß, Leute, ganz ehrlich. Ich sitze eigentlich eh direkt neben dem Balkon jetzt, aber... Also beim Schreibtisch. Aber es ist... Nee, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Es ist extrem heiß gerade. Ich glaube, wir haben irgendwas mit 28 Kilo. Ich bin normalerweise eh jemand, der Hitze mag. Aber das ist etwas viel. Möchte ich mal behaupten. Da ist Trimogemon. Jawohl. Jawohl. Mhm. Übrigens, wie merkt man, wie weit bei einem Champion-Digimon die Digitation noch eventuell ausbleibt? Wie gesagt, es ist relativ schwierig, ja, wie soll ich sagen, es ist relativ schwierig erklärt, weil das Hauptproblem ist, im Endeffekt muss man sich nur merken, wie lange dauert es normalerweise, bis ein Champion-Digimon stirbt. Wie gesagt, das sind normalerweise so knappe 9 Tage, vielleicht sogar 10. Wenn das Digimon aber überraschenderweise noch länger lebt, und das ist nämlich das Gute, dann weiß man, okay, es ist die Chance da. Nee, es ist noch immer nicht fertig. Ja, morgen werden wir graben. Egal, Leute. So, Leute, hab nochmal bisher gespielt. Ich habe jetzt noch 2-3 Mal Schutt weggeräumt. Und wie ihr seht, ja, wir sind endlich durch. Das heißt, wir können jetzt endlich normal weitermachen. Und ich bin froh, dass ich jetzt Tyrannomon habe. Ihr werdet gleich sehen, warum. Mist, ein großer Felsen. Der Bohrer kommt nicht durch. Ach, herrje. Wie kann man den bewegen? Fällt dir was ein? Ich überlege mal. Deluxe, ich brauche deine Hilfe. Jawoll.
Ja, Tyrannomon schiebt das Ding einfach mal weg. Da es in diesem Spiel übrigens keine direkten Cutscenes gibt, werde ich hier wahrscheinlich so gesehen keine Cutscenes, also keine Dinge rausschneiden müssen. Unglaublich, wir haben den Felsen bewegt. Von hier an ist der Tunnel leer, glaube ich. Okay, warum ein Lavafluss? Der ist gefährlich. Am Ufer führt ein Pfad entlang, dem folgen wir. Du willst reingehen? Bitte pass gut auf. Ja, unser Digi-Ritter geht automatisch rein, macht jetzt aber eh nichts. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich genau hin muss. Aber ja, im Prinzip kann man hier eh fast nichts falsch machen von der Richtung her, weil, ja, ihr seht es ja eh, hier sind keine Digimon, jetzt sind wir in der Lava-Höhle. Ja, wie gesagt, es ist komplett random, wie schnell das dann geht. Ach, da ist ja jemand. Devil, hä? Meramon, was ist auf der Insel passiert? Die Stämme verlieren ihr Gedächtnis und verwildern. Ich weiß nicht, wie lange ich noch klar denken kann. Ach du Scheiße. Ja, er versucht quasi die Insel zu sprengen. Und wir müssen ihn davon abhalten. Wir müssen etwas tun. Sie erkennen die Gefahr nicht. Halt, willst du denn die Insel zerstören? Wer bist du? Geh aus dem Weg. Es gibt keine andere Lösung. Ja, Meramon ist das nächste Digimon, das wir wahrscheinlich in die Stadt bekommen, wenn wir es jetzt besiegen. Und deswegen habe ich schon mal ein bisschen was bei Coelamon eingekauft. Ja, er beherrscht auch Magma-Bombe. Aber wir haben den Vorteil, dass er etwas schneller ist. Jawohl, Tyrannomon, komm schon. Ja, aber Meramon beherrscht auch ein paar Attacken, die ich später... Also bei Tyrannomon werde ich das nicht mehr umsetzen können, aber... ja, es gibt schon ein paar Attacken, wo ich sagen muss, die will ich Tyrannomon unbedingt noch lernen. Aber in diesem Verlauf wird sich das nicht mehr ausgehen. Wir werden eh... öfters mal gleiche Digimon bekommen. Ja, er hat eine gute Verteidigung. Und die Magma-Bombe. Jawoll. Ja, ich sag immer jawoll, weil ihr wisst ja warum. Dann lernen wir die Attacke wenigstens jetzt vielleicht. Jawoll. Jawohl, und dann einfach versuchen, immer schneller zu sein. Ja, ist halt blöd, weil das ist ein Feuer-Digimon gegen ein Feuer-Digimon. Jawohl, und er wehrt es ab. Ja, ich habe Tyrannomon eigentlich noch ganz gut hingekriegt, würde ich behaupten. Komm schon. Ja gut, Feuerspeis ist nicht die beste Attacke, aber immerhin ein bisschen was. Vielleicht brauchen wir noch ein zweites Finish. Jawohl. Ja, bei Feuerspeier haben wir halt den Vorteil, es ist ziemlich schnell und, ja, leicht auszuführen. Das heißt, unser Gegner braucht im Prinzip nicht viel Anstrengung, ne? Komm schon. Ja, jetzt hätte ich gehofft, dass er vielleicht noch in den Feuerstrahl reinspringt. Aber gut. Nein, wir sind eh ganz gut dabei. Ja, wir haben ihn eh gleich. Vielleicht noch ein zweiter Finisher. Und das war's dann, würde ich sagen. Ja, der Typ wehrt auch viel ab. Da kann man jetzt sagen, was man will. Jawohl. Ja, ich denke, mit dem nächsten Schlag ist er dann down. Oder? Nein, jetzt haben wir die Starre. Nein, jetzt habe ich gedrückt. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ja, ab und zu ist das ein bisschen mit Verzug. Das ist eben das, wo ich sagen muss, das ist leider etwas scheiße gemacht. Aber, also manchmal ist da ein Verzug drin. Aber wir haben ihn trotzdem gleich. Jawohl. Jawohl, jetzt zielt der... Ach, die hat so... Die hat trotzdem gezielt, die Attacke. Ja, ist egal. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal abgewehrt und ein paar Mal abbekommen. Vielleicht lernen wir sie ja jetzt. Wäre zumindest super. Jawohl, wir haben es gleich. Jawohl. Meramon wurde besiegt. Wir bekommen den Kraftchip. Ah, nichts gelernt. Du
meinst, es gibt einen anderen Weg? Wenn die Insel kaputt geht, hast du doch dein Ziel verfehlt. Hör doch mal zu. Was? Wir bauen eine Stadt für die Insel, indem wir alle Digimon dort versammeln. Es heißt, wir retten die Insel vor dem Unheil, wenn die Digimon vereint werden. Vielleicht hast du recht, aber alle Digimon zu sammeln ist... Wir sind mittendrin, du weißt doch, nichts ist unmöglich. Das ist eine Riesenaufgabe, ihr rührt mich. Vielleicht schafft ihr es ja. Wenn du an uns glaubst, komm bitte in die Stadt. Ist gut, ich ziehe in die Stadt, ein neues Leben. Jawohl, wir haben jetzt Meramon für uns bekommen. Ja, Meramon macht in der Stadt zumindest ein bisschen was, muss man schon sagen, zumindest ein bisschen was Gutes. Na. Kraftchip, noch einer, cool. Ja, die Sachen werden wir bei Agumon ablegen, weil die brauchen wir jetzt momentan nicht. Also, es wird einige Digimon geben, wo man sich denkt, ja super, die bringen uns quasi nur Stadtpunkte, während uns andere Digimon, wie gesagt, viel bringen. Und Meramon hat etwas, Gott sei Dank, wo wir sagen können, das brauchen wir wirklich. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal mit dem unteren Trimogemon reden, weil, wie gesagt, das obere ist ja jetzt mehr oder weniger fällig. Beziehungsweise, ja, weg halt. Ich weiß gerade gar nicht, wo es genau ist, ganz ehrlich. Mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt offscreen ja auch nochmal ein bisschen trainiert. Und ja, bis auf das mit Meramon war mir jetzt nichts geläufig, weil alles andere ergibt sich jetzt quasi. Und... Aber er hat sich gut geschlagen. Ja, Tyrannomon ist ja kein schwaches Digimon. Es ist halt so bei Tyrannomon, es ist halt verfressen, wie ihr gesehen habt, und ja, ja. Anders kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen. So. Ja, jetzt hat er schon wieder Hunger. Aber wir haben ja ein paar Digipilze. Ja, natürlich will ich es nicht verhungern lassen. Ich meine... Man muss jetzt bedenken, der Hunger kommt ja... Oh, oh. Ja, jetzt... Nein, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja, Hunger haben und essen gleichzeitig ist natürlich eine schlechte Kombination. Ja, es wird sich mit Sicherheit einscheißen, wie man so schön sagt. Aber das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Nee, wir werden das jetzt leider vermasseln. Nachdem Tyrannomon eh schon ein paar Mal, blöd gesagt, daneben geschissen hat, ja, ich kann es leider nicht mehr ändern. Heute werden wir noch graben. Morgen werden wir noch graben. Es macht so viel Spaß. Mhm, das wissen wir eh. Ja, im Endeffekt ist es so, sobald der Weg oben frei ist, muss man einfach nur dieses Trimogemon anreden. Und ja, mehr oder weniger, das war's. Blöd gesagt. Und das linke müssen wir gar nicht ansprechen. Ich weiß nämlich gerade nicht einmal, wo das andere jetzt überhaupt ist. Ja, jetzt nochmal schimpfen. Ja. Auf diese Weise wird es nämlich darauf hingewiesen. Nein, das untere Trimogemon muss ja auch noch fertig werden. Nur ist das wirklich jetzt nur noch eine Frage der, kann man so sagen, Zeit. Wo gehen wir jetzt hin, beziehungsweise was müssen wir jetzt machen? Boah, ich überlege gerade... Ja, es gäbe noch eine Aufgabe, die wir jetzt unbedingt so gesehen machen müssten. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das jetzt machen. Ich wüsste nämlich das nächste Digimon bereits, aber das ist etwas, ja, etwas schwierig, sage ich jetzt ehrlich, wie es ist. Also nicht vom Kämpfen her, sondern, ja, blöd gesagt, im Endeffekt vom, vom Umstand her. Ich überlege nämlich gerade, ob ich trainieren soll, ganz ehrlich. Und wie gesagt, also hier sterben ja die Digimon, wenn sie nicht gerade aufs Ultra-Level digitieren, an Altersschwäche wohlgemerkt. Und ja, ich hau die LE noch ein bisschen rauf. Und das Lustige ist, wenn dann unser Tyrannomon sterben sollte an Altersschwäche,
haben wir sogar den Vorteil, dass die Fehler, also das Danebenkacken, was Tyrannomon gemacht hat, nein, das wirkt sich nicht auf das nächste Digimon aus. Sprich, die Fehleranzeige bleibt zwar, hat aber nichts mit dem... Nee, jetzt brauchen wir auch nicht mehr üben, weil es gleich mal schlafen will, das weiß ich. Und, Moment, ich muss ganz kurz überlegen, dass ich jetzt keine Blödsinn erzähle. Ja, das Ding ist einfach das. Beim neuen Digimon ist zwar die Fehleranzeige noch da, aber es zählt im Endeffekt nicht mehr. Ja, jetzt ist es ermüdet, ist mir jetzt wurscht, weil es wird eh gleich mal schlafen wollen. Ja, ich bin ein bisschen... Ich bin da jetzt etwas, nennen wir es mal, arschig, aber... Ja, es muss kacken auch noch, deswegen... Zuerst einmal aufs Klo und dann schläft... Und dann soll es schlafen... Und dann holen wir uns gleich mal wieder die Hüftsteaks. Ja, vielleicht haben wir sogar Glück. Wir brauchen nämlich für das nächste Digimon, quasi einen seltenen Gegenstand. Aber das werden wir schon hinkriegen. Gut, dann schlaf dich aus. Direkt vom Klo, ne? Ja, ich müsste gar nicht abspeichern, aber ich tue es trotzdem. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt Tyrannomon... Moment, ich schau mal eben. Ja, Tyrannomon ist jetzt 11. In der Regel sollte es spätestens mit 12 oder 13 dann leider sterben. Ja, warum sage ich leider? Im Endeffekt ist es nicht gut, wenn ein Digimon in derer Hinsicht stirbt. Aber jetzt gehen wir mal auf den Platz, weil ich glaube, da müsste Meramon jetzt sein. Mhm. Mhm, es hat ein Restaurant eröffnet. Cool. Willkommen in meinem Lokal. Ich habe mich entschlossen, dieses Restaurant zu leiten. Koste so viel du magst von meinem feurigen Essen. Ja, das Problem ist, das Essen ist ziemlich teuer. Ihr seht schon, das Essen ist nicht wirklich billig, aber es ist gleichzeitig auch sowas wie eine Art Trainingsmethode, weil die Dinger verstärken im Endeffekt gewisse Werte. Ich überlege gerade, was ich jetzt als nächstes machen könnte. Abgesehen vom Trainieren. Ja, ich werde jetzt zum Tropendschungel rübergehen und dort was versuchen. Weil es ist der Bereich des Möglichen, dass wir dort das nächste Digimon eventuell, ich kann es nicht genau versprechen, bereits antreffen. Und das, nein, das muss man nicht besiegen. Man muss lediglich eine Aufgabe erledigen. Viele werden sich fragen, warum gibt es hier eigentlich so verdammt viele Digimon-Imitate, also quasi von Original-Digimon. Naja, weil die Original-Digimon halt alle nur einmal da sind, um sie zu, ja, blöd gesagt, um sie zu bekämpfen. Und ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Und das ist nun mal einer der Punkte. Das habe ich mich nämlich damals auch gefragt. Und ja, die einzige logische Antwort ist... weil man die Original-Digimon ja beinahe fast alle in die Stadt bekommen muss. Grüntal. Ach, nö, hier bin ich falsch. Sorry. Nein, falsch nicht, aber hier müssen wir einfach, böse gesagt, noch nicht hin. Nein, da sind wir jetzt zu... da sind wir jetzt falsch abgebogen. Also wir können hier schon auch her, aber müssen wir noch nicht. Ich werde mir jetzt bald mal eben aufschreiben, welche Digimon wir jetzt wieder zurückholen. Ja, ist egal. Komm schon. Okay, die sind eh schwach. Ja, die haben meistens eben nur diesen einen Angriff, der heißt übrigens Windschnitt. Und für den braucht man eben auch einen gewissen Abstand und eine gewisse Aufladezeit.
jawohl. Gleichzeitig getroffen, aber auch nicht. Jawohl. Ja gut, wir haben ja ein bisschen was eingekauft. Ja, jetzt hat es mich gerade etwas geschreckt, warum wir weniger Geld haben. Aber ich habe ja extra für den Kampf gegen Meramon ein bisschen was gekauft, weil wir eigentlich eh nichts gebraucht haben. Ja, ich gehe hier in dem Spiel lieber auf Nummer sicher, weil ich bin da am Anfang, als ich es die ersten paar Male gespielt habe, immer wieder draufgegangen. Und nee, das will ich ehrlich gesagt nicht mehr riskieren. Ah, wieder ein Glückspilz. Die Dinger sind selten, aber gleichzeitig auch sehr nützlich. Und... hoppala. Ja, ich verdrück mich immer. Ja, geben wir ihm. Nee, ich fange jetzt gar nicht erst an, weil, wie gesagt, bei Tyrannomon werde ich jetzt, was, eigentlich zur Riesenschlucht? What the fuck? Was? Oh, Guburimon. Ach so, wir sind jetzt schon hier. Ah, ich habe mich wieder verrannt, glaube ich. Ja. Grüntal? Achso, da war ich ja vorher, oder? Mhm. Ja. Hier sind wir auch falsch. Ich überlege gerade, wo ist denn das, wo wir jetzt eigentlich hin müssten? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade die Peilung verloren, aber egal. Oh nein, das wird sehr gefährlich. Oh nein, das wird... Moment mal. Ach so, da geht noch gar nichts, alles klar. Ja, da gibt's einen besonderen Trick, aber den kann man scheinbar jetzt noch nicht anwenden. Alles klar. Ja, habe ich jetzt nicht gewusst, ganz ehrlich. Gut, dann schauen wir jetzt doch mal eben nach unten. Aber ich finde das mit den Glückspilzen ganz gut, weil da können wir beim nächsten... Ach, da ist auch was. Mangrovenwald. Oh Mann, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Hm. Ja gut, dann müssen wir jetzt Amodoki Beta mal besiegen. Hilft ja nichts. Das ist übrigens, wie gesagt, der Äquivalent zum normalen Betamon. Übrigens die Fortdegradation von Sidramon. Ja, ich hoffe, man hört das nicht so sehr, aber mein Nachbar unter mir, der zockt auch um die Zeit immer. Ich weiß nicht genau, was er spielt, aber irgendwas, wo man kämpft. Jawoll. Okay, das hat er sogar abgewehrt. Ja, und die Elektroattacke, die es da jedes Mal starten will, ist übrigens, wie heißt das nochmal, Statik. Genauso eine einfache Attacke kann man sagen, wie Feuerspeier, nur für Elektro. Und besiegt. Nice. Kleiner Heildisk, cool. Ja, trotzdem Leute, wir haben eh schon wieder fast 20 Minuten, sehe ich gerade. Deswegen würde ich sagen, mittendrunter ist immer ein bisschen blöd, aber ich sag trotzdem ehrlich, bis es dich wird, hier den Cut machen. Ich würde mich auf alle Fälle über einen Like und einen Kommentar freuen oder zumindest über eines der beiden. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu Let's Play Digimon World.